Zuerst mal guten Abend. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ihr schon etwas über das Enneagramm wisst oder noch gar nichts wisst. Oder in der Mitte. Jedenfalls, das Enneagramm ist ein Werkzeug, um sich selbst zu verstehen. Und wenn man sich dieses sich selbst verstehen vornimmt, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass es wie so oft zwei Seiten hat. Die eine Seite möchte gerne sich selbst verstehen, ist wirklich drauf aus und ist gespannt, was da noch alles für Schichten und Zusammenhänge da sind, warum man die Dinge tut. Und die andere Seite ist vorsichtig. Die andere Seite sagt, ah, besser nicht so viel wissen. Vielleicht nur die Hälfte. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Seite existiert. Und man muss freundlich mit ihr sein. Man muss freundlich mit ihr sein und verstehen, dass es ihr darauf ankommt, einen sicher sein zu lassen, dass sie einen beschützen möchte. Und jetzt habt ihr wahrscheinlich, die Zuschauer habt ihr wahrscheinlich oder womöglich schon Therapien und Selbsterfahrungsgruppen hinter euch und Seminare besucht, irgendwo, vielleicht sogar bei mir, und wisst schon etliches über euch selbst. Aber es gibt bestimmte Bereiche, die man noch gar nicht kennengelernt hat. Es gibt bestimmte Bereiche, die wie blinde Flecken auf der Landkarte sind. Wie früher, als nur Europa bekannt war und von Afrika vielleicht nur ein paar Flussmündungen und die Küste und innen drin alles weiß war. Das Enneagramm handelt von 9 verschiedenen Charakterfixierungen. Von 9 verschiedenen Charakterfixierungen. Und es zeigt jahrelange Erfahrung mit Hunderten, mit Tausenden von Menschen, dass tatsächlich diese 9 Charakterfixierungen das komplette menschliche Dasein abbildet. Man kann es so verstehen, dass es 9 Aspekte gibt, mit denen der Mensch die der Mensch in der Welt realisiert. Freude, Liebe, Intelligenz, Gewahrsein, Güte, solcherlei positive Eigenschaften. Und jeder Einzelne hat die Aufgabe, einen dieser Aspekte in die Welt zu tragen und zu realisieren und zu manifestieren. Das ist die Essenz. Weil aber der Mensch nicht einfach so heranwächst, sondern nach wenigen Jahren, so mit 3 Jahren, sich eine Ich-Struktur herausbildet, wird die Essenz zur Fixierung. Aus der reinen Intelligenz wird die mentale Fixierung nach Sicherheit sich nach Sicherheit bestrebt sein. Und es wird aus der Intelligenz wird dann die Leidenschaft des Zweifelns, die eine Seite denken, die andere Seite denken. Wir haben, das seht ihr vielleicht beim Enneagramm, den Kreis mit 9 Punkten. Oben stehen die 3 Körperfixierungen, die 9 in der Mitte, die 8 und die 1. Daneben die 3 emotionalen Fixierungen und auf der anderen Seite die 3 mentalen Fixierungen. Das sind die 3 Körper, aus denen der Mensch besteht. Aus dem physischen Körper, dem geistigen Körper, dem mentalen Körper und dem emotionalen Körper. Und jeder hat natürlich die 3 Körper.
Aber jeder ist in einem der drei Körper am meisten zu Hause. Das ist das, von wo aus seine Wahrnehmung und Orientierung in der Welt startet. Bei den Körperfixierungen startet die Wahrnehmung mit dem Körperlichen. Wenn einer mit einer Körperfixierung in den Raum kommt, dann nimmt er die Entfernungen wahr, dann nimmt er den Platz wahr, dann nimmt er wahr, wie viel Platz er selber einnehmen kann, wie viel Platz er zu verteidigen hat. Er nimmt die Welt räumlich wahr. Die Russen und die Inder haben eine Neunerfixierung und sind besonders gut im Schachspielen. Ich glaube, 90%, vielleicht 95% der Weltmeister der letzten Jahrzehnte kommen aus Russland oder Indien. Und ich bin sicher, es liegt daran, weil auch die Intelligenz bei denen körperlich ist. Und die Schachfiguren werden von denen bewegt mit der Intelligenz des Raumes und der Bewegung, die die einzelnen Figuren machen. Die Deutschen denken als mentale Fixierung, denken, welche Felder das Pferd betritt, die sind im Nachteil in dieser Sportart, weil sie das nicht auf die räumliche Weise erfassen. Wenn man im Körper zuerst zu Hause ist, dann erlebt man die Grenzen und die Begrenztheit des Körpers besonders deutlich. Man hat halt nur, die Arme haben nur eine bestimmte Reichweite. Die Geschwindigkeit meiner Fortbewegung, der körperlichen Fortbewegung, ist begrenzt. Selbst dann, wenn ich sie mit anderen Materie, mit Flugzeug oder Zug oder Auto verbinde, selbst dann ist alles begrenzt. Das Körperliche hat immer Grenzen. Und diese Begrenztheit, die mental Fixierten und emotional Fixierten nicht so zentral wahrnehmen, diese Begrenztheit führt zu einer immensen Wut. Diese Wut ist das Grundgefühl, mit dem die Körperfixierungen sind, und in der Mitte die neuen verdrängt diese Wut. Die Acht richtet die Energie nach außen. Von der Acht sagt man so, dass sie so etwas wie der Mafia-Boss sind. Und die Eins nimmt die Wut nach innen, die Energie der Wut nach innen und wandelt sie um und geht auf die Welt zu mit ständigem Bemühen, die Welt zu verbessern. Das Aggressive ist nicht so leicht zu entdecken, versteht man aber, wenn man realisiert, dass die Welt, so wie sie ist, wahrzunehmen als in ihrer Unvollkommenheit, überall. Diese Unvollkommenheit und auf die Unvollkommenheit zugehen und sagen, das muss besser werden, das gehört geändert, da muss etwas, das ist ein Agredi, ein Draufzugehen, ein aggressiver Akt des Umgestaltens. Also wir verstehen, dass das Ganze von einem inneren Kern getragen ist. Alle Fixierungen, die Wurzel jeder Fixierung ist, die Angst vorm Sterben abzuwehren. Und bei den körperlich Fixierungen kommt die Wut über die Begrenzung dazu. Die erleben die Welt wie in der Körperlichkeit auch so, dass sie es gewissermaßen wie ein Revier betrachten, das an den Grenzen verteidigt werden muss gegen den anderen, dass die Hauptdimension ist, Kontrolle zu haben, Autonomie zu haben, gegen Autonomieeinschränkung sich zu wehren. Das ist das, was die Körperfixierungen machen.
Die mentalen Fixierungen sind ganz anders. Das Mentale ist nicht begrenzt. Denken kann ich innerhalb von 2 Minuten mich durch die ganze Welt und die verschiedenen Kontinente, da erlebe ich. Ich erlebe die Begrenzung nicht, weil ich mit meinen Gedanken in Windeseile überall sein kann und mich mit Gedanken überall befassen kann. Aber das hat eine andere Wirkung, nämlich, weil ich so schnell sein kann mit den Gedanken, ist das Gedankliche zugleich viel unsicherer als das Körperliche. Sodass die mental Fixierten mit dieser Unsicherheit sind. Für sie ist die Unsicherheit die bestimmende Grunderfahrung. Und Unsicherheit macht Angst. Und so kommt bei der 5, dass die Angst vor der inneren Leere, vor dem Abgrund. Und bei der 6 hat es vor allem die Form, die Angst, etwas falsch zu machen und dann ganz allein zu sein. Und die 7 erlebt die Angst hauptsächlich in Form der Angst vor Schmerz. Und in der Mitte ist es wieder so, dass die 6 die Angst abwehrt und oft so erlebt, als wenn keine da ist. Wenn für die körperlichen Autonomie und Kontrolle im Mittelpunkt steht, ist es für die mental Fixierten die Sicherheit des Daseins. Und die emotional Fixierten sind mit einer anderen Dimension, nämlich mit der Nähe, der Bindung, dem Verbundensein. Das sind die 3 Grunddimensionen und wir verstehen leicht, dass es zwischen diesen Dimensionen Konflikte gibt. Autonomie auf der einen Seite, Bindung auf der anderen Seite. In der Beziehung, wie viel sich einlassen, wie viel im Gemeinsamen aufgehen und wie viel Autonomie behalten. Wieder ist es so, dass jeder alle 3 Dimensionen erlebt und lebt und die Konflikte zwischen den 3 Dimensionen erlebt. Aber dass jeder an einem besonders zu Hause ist. Und die emotional Fixierten leben hauptsächlich mit dem Schmerz des Ungeliebtseins. Und auch da gibt es wieder den mittleren Part, wo eben dieser Schmerz des Ungeliebtseins verdrängt wird. So wie die 6 die Angst verdrängt und die 9 die Wut verdrängt. Das ist ja das innere Dreieck. Wenn ihr euch diese Enneagrammfigur, eigentlich sollte ich statt des Bildes hinten ein Enneagrammbild haben. Aber ihr erinnert euch daran. Und da ist dieses Dreieck in der Mitte. Das sind die 3. Und dann gibt es noch 6 Punkte. Bei den emotional Fixierten in der Mitte, bei der 3 wird dieser Schmerz des Ungeliebtseins verdrängt. Und bei der 4 wird der Schmerz nach innen gerichtet, in Form der Fantasie hauptsächlich. Der Fantasie über ein verlorenes Paradies oder ein zu schaffendes Paradies. Deswegen sind die 4er oft die Träumer und auch die Poeten und die Romantiker. Leonard Cohen war eine typische 4. Und bei der 2 wird die ganze Energie genutzt, um jemand anderem zu helfen, jemand anderen für jemand anders da zu sein, wofür man sich dann die Liebe erkauft. So, das sind nur Grundgedanken. Das muss man jetzt noch nicht alles verstanden haben. Es sollte auch mehr nur deutlich machen, dass die Verhaltensweisen der jeweiligen Fixierung nicht einfach eine zufällige Aneinanderreihung von Verhaltensweisen ist, sondern dass sich alles aus dieser Grundwahrnehmung, aus diesen Grunddimensionen und den Grundkonflikten heraus ergibt.
um das nochmal zu unterstreichen, bei der Neun ist an der Wurzel die Wut, die verdrängt wird. Und was geschieht, wenn ich die Wut verdränge, wenn die nicht da sein darf? Das bedeutet natürlich, dass ich keinen eigenen Standpunkt einnehmen darf. Weil wenn ich einen eigenen Standpunkt annehme, dann laufe ich Gefahr, diesen Standpunkt gegen andere verteidigen zu müssen. Ja, sogar den Standpunkt einzunehmen, bedeutet ein Nein zu sagen zu anderen möglichen Standpunkten. Und dieses Nein ist ein aggressiver Akt. Menschen, die nicht Nein sagen können, wissen das. Sie müssen lernen, Wut zuzulassen und Aggressivität zu erlauben, sodass sie nicht immer nur Ja und Amen sagen, sondern Nein sagen lernen. Also keinen eigenen Standpunkt einzunehmen, um auf jeden Fall zu verhindern, dass Aggressivität nicht auftaucht. Also man kann die vielen Verhaltensweisen, auch Dinge zu unterscheiden, danach, was wichtig ist, eine Prioritätenliste zu erstellen, fällt einer Neuen schwer. Auch das ist etwas Aggressives. Das ist also eine große Menge von Verhaltensweisen, durch die tiefere Dynamik bestimmt wird und verstehbar ist. Dadurch, wenn man dann seine Fixierung kennt, dadurch haben dann viele Verhaltensweisen, von denen man bisher gar nicht wusste, wo sie herkommen und was sie bedeuten, kriegen plötzlich einen inneren Zusammenhang, eine innere Logik. Und manch einer versteht dann Dinge, von denen er bisher nicht wusste, dass sie da sind. Viele Sechser müssen erst den wichtigen Schritt machen, Angst zu erleben und zuzulassen und zu entdecken. In einem solchen Enneagramm-Seminar, wo viele Menschen zusammenkommen, forscht man jetzt gemeinsam an den Fixierungen, an den Strukturen, und entdeckt die Dinge, hat dann plötzlich den Mut, über sich selbst zu lachen. Und dieser Mut entsteht dadurch, weil in dem ganzen Seminar jeder weiß, dass er eine Fixierung hat und keine Fixierung besser oder schlechter ist als die andere. Das macht es leicht, über sich zu lachen, und das macht es auch leicht, sich die Dinge einzugestehen, auch weil man weiß, die anderen sehen sie sowieso, weil die anderen oft die Fixierung schneller erkennen als man selber. Aber das Schöne daran ist das, dass jeder seine Fixierung selbst erkennt. Manchmal schon durch das Lesen eines Buches vor diesem Seminar, aber die meisten während des Seminars, während ich die einzelnen Fixierungen darstelle und dann Beispiele bringe und dann Menschen sich melden und sagen, ja, genauso erlebe ich das und ich merke schon, ich könnte die jeweilige Fixierung, über die gerade gesprochen wird, sein. Es gibt Dinge, die man bisher nicht wahrhaben wollte. Und es gibt Dinge, die man bisher nur zur Hälfte wahrnehmen wollte. Es gibt viele, viele Verhaltensweisen, die der Mensch als eine Tugend verstehen. Zum Beispiel, dass eine Neunerfixierung zu allen anderen Ja sagt und jeden Standpunkt gelten lässt, gleichermaßen gelten lässt, erlebt sie als Toleranz. Und tatsächlich hat jemand mit einer Neunerfixierung auch eine gute Gabe, als Mediator zu wirken. Aber in Wirklichkeit ist es Feigheit. Feigheit vor der möglichen Aggressivität, die auftauchen würde, wenn man Standpunkte anfangen würde zu beurteilen.
oder sogar selbst einen Standpunkt einnehmen würde. Ein anderes Beispiel, die Zweierfixierung, die für jemand anderen alles tut und dessen Bedürfnisse schon von den Augen ablesen kann, die erlebt das als Altruismus und Hilfsbereitschaft. Aber in Wirklichkeit ist es ein Manöver, um den anderen von sich abhängig zu machen, dass man ihn sozusagen zwingen kann, einem Liebe zu geben. Die Verhaltensweise kann man weiter tun, aber das Motiv, dass man es tut, um den anderen abhängig zu machen, dieses Motiv kann man erkennen und lösen. Man will ja damit verhindern, dass man je allein sein muss. Man will damit die Angst vorm Alleinsein, vorm Ungeliebtsein, die Angst vorm Ungeliebtsein noch mehr als allein zu sein, die Angst vorm Ungeliebtsein, die will man vermeiden, verdrängen, nicht wahrhaben. Wenn man die also zulässt, dann verliert die Fixierung ihre Energie, ihren Antrieb, ihren Motor. Man muss sich eingestehen, dass man sich etwas vorgemacht hat, indem man all das als eine Tugend bezeichnet hat. Und die spannende innere Arbeit mit der Fixierung geschieht so, nicht, dass ich jetzt die Verhaltensweisen wahrnehme und daran rumwerkel, andere Verhaltensweisen einzuüben. Das wäre extrem langweilig und würde zudem auch kaum funktionieren. Sondern, dass man stattdessen anhält. Man kann die Fixierung verstehen, wie der Alkoholiker seinen Schnaps benutzt, um etwas zuzudecken. Und der Alkoholiker müsste jetzt, um das Glas stehen lassen zu können, bereit sein, mit all dem umzugehen, was dann auftaucht. Wenn er das Glas stehen lässt, dann kommt die Unruhe, dann kommt die Angst vorm Alleinsein, dann kommt der Selbstzweifel, all das, was mit dem Alkohol vorher betäubt war. Und er muss bereit sein, diese auftauchenden Gefühle und Gedanken zu erleben und auszuhalten. Und so geht es mit der Fixierung auch. Wir können die Fixierung verstehen als eine Strategie, die Angst vorm Tod, vorm Alleinsein und vor der Hilflosigkeit, diese Angst nicht mehr fühlen zu müssen. Es ist auch so, dass die jeweilige Fixierung als eine Strategie beschrieben werden kann. Die Achterstrategie, dieser Mafia-Boss, hat die Strategie: Ich werde stärker sein in jeder Situation, stärker als alle anderen. Dann brauche ich meine Schwäche, meine Verletzbarkeit und meine Hilflosigkeit nicht mehr wahrzunehmen und zu fühlen. Wenn der jetzt anhält, muss er bereit sein, genau das zu tun. Seine schwache Seite, seine Verletzbarkeit zuzulassen. Das ist die Arbeit mit dem Enneagramm. Und das macht es wirklich für jeden Einzelnen dann in jedem Augenblick spannend. Er versteht jetzt das Muster als eine Ablenkung, als eine Abwehr von dem, was darunter ist. Abwehr von Angst, Sterben, Hilflosigkeit und Alleinsein. Und er weiß, wenn er dieses Muster nicht ablaufen lässt, dann kommt etwas hoch, was er vorher nicht wusste. Ein Gefühl, ein Gedanke, eine Erinnerung, eine Befürchtung. Und indem er angehalten hat,
ist er bereit, sich dem auszusetzen. Und indem man das fühlt, zulässt und nicht bekämpft, entstehen plötzlich neue Verhaltensweisen und Impulse und es entsteht eine neue Weise, plötzlich mit den Dingen umzugehen, weil man die Verhaltensweisen nicht mehr dazu benutzt, um etwas anderes abzuwehren oder die Augen davor zuzumachen. Soweit vielleicht?